Ich habe heute ein Protokoll mitgebracht, was meiner Meinung nach unheimlich durch die Decke gehen könnte im Laufe der nächsten Monate. Denn heute soll es um HMX gehen. Diejenigen, die es nicht kennen sollten, also HMX, die fragen sich jetzt sicherlich, warte mal ganz kurz, HMX, ich kenne doch einen Namen, der so ähnlich klingt. Ganz genau, GMX. Und HMX ist im Prinzip der kleine Bruder oder die kleine Schwester, je nachdem, von GMX. Kurz einmal zu GMX. GMX ist mittlerweile das größte Trading-Protokoll, was uns über Arbitrum und Avalanche zur Verfügung gestellt wird. Denn dort ist tatsächlich das größte Handelsvolumen vorhanden und dort ist auch das meiste Geld hinterlegt. Insgesamt über eine halbe Milliarde US-Dollar ist aktuell in GMX drin. Und das bedeutet einfach, dass wir dort eine unheimlich große Sicherheit hinterlegt haben, einfach weil so viel Geld zur Verfügung steht. GMX bietet uns zwei Möglichkeiten, wie wir halt Staking betreiben können. Die eine wäre beispielsweise GMX selber, das ist der Governance Token von GMX. Da können wir eben auch ganz normal die Zinsen abgreifen und haben halt noch das Recht mitzubestimmen, wie GMX sich weiterentwickelt, dementsprechend Governance Token. Und wir haben die Möglichkeit, GLS zu staken bzw. Earning zu betreiben. Und GLS ist ziemlich interessant, denn GLS ist per se kein Token, sondern ein Verbund an Token, die uns zur Verfügung gestellt werden. Das bedeutet, wenn ihr also jetzt in GLS reingeht, dann habt ihr verschiedene Stablecoins, die ihr dort in diesem Verbund habt und ihr habt den Ether, ihr habt den Frob Bitcoin, ihr habt Uniswap und ihr habt noch etwas Chainlink mit in diesen ganzen Verbund drin. Dabei ist das Interessante, durch diesen Verbund, der uns da gegeben wird, bleibt eine Parität zum US-Dollar bestehen. Beziehungsweise ist etwas höher, denn der GLS-Token oder dieser Verbund ist grundsätzlich über einen Dollar momentan zu handeln bzw. ausgegeben. Und das ist eben das, was das Ganze so interessant macht. Denn die größte Problematik oder die Krux an der ganzen Sache ist, wenn wir jetzt beispielsweise uns einen Token oder einen Coin holen, der eine unheimlich hohe Volatilität hat und wir staken diesen Coin oder Token, dann passiert Folgendes. Wir können nämlich einen Impermanent Loss erhalten. Bedeutet beispielsweise, der Token fällt, wir erhalten unsere Zinsen, aber sind letzten Endes in Summe einfach in einer Negativspirale bzw. sind in einer Negativrendite und müssen abwarten, bis der Token wieder steigt, damit wir aus diesem Impermanent Loss rauskommen. Sollten wir verkaufen, haben wir natürlich einen Permanent Loss, also einen permanenten Verlust erlitten. GLS umgeht dieses Problem. Dort haben wir eben, wie gesagt, eine Stable-Währung und können dementsprechend Zinsen abgreifen. Das ist tatsächlich ziemlich klasse. So, nun kommen wir aber einmal zu HMX, denn HMX macht nichts anderes, als diesen GLS-Bestand zu nehmen und auch in ihren eigenen Protokoll, also in HMX, reinzustaken und dafür bekommen wir auch Zinsen. Aber eben nicht mit GLS. Es ist aber so wie GLS. Das werde ich euch gleich einmal zeigen. Nun gehen wir einmal in die Oberfläche von HMX rein und gucken, was uns dort genau erwartet und was wir machen müssen, um den potenziellen Airdrop von HMX abzugreifen. Also, ich bin jetzt hier auf der HMX-Oberfläche. Und das Erste, was ihr jetzt hier sehen könnt, ist nämlich Beta. Das bedeutet, HMX ist momentan noch in einer sehr, sehr großen Testphase drin. Und an dieser Testphase könnt ihr mit echtem Geld teilnehmen und dadurch könnt ihr euch automatisch für einen Airdrop qualifizieren. Das zeige ich euch jetzt gleich natürlich auch. Ich möchte aber zuvor auf etwas anderes eingehen. Und zwar seht ihr nämlich hier das Total Value Locked. Und das sind aktuell 4,7 Millionen US-Dollar, die insgesamt hier an Geld hinterlegt sind in den Pools. Wenn wir jetzt beispielsweise mal zurückgehen auf GMX, was ich auch gerade anfangs bereits einmal gezeigt habe, dann seht ihr, dass hier in den GLP-Pool aktuell 485 Millionen US-Dollar drin sind. Also nicht ganz eine halbe Milliarde, das muss ich eben einmal berichtigen. Was bedeutet das jetzt? Wir haben bei GMX unheimlich viel Geld drin. Das bedeutet, wir haben hier sehr, sehr viel Vertrauen, was letzten Endes gegeben ist. Bei HMX sind 4,7 Millionen US-Dollar drin. Das bedeutet also hier, dass wir ein sehr, sehr großes Risiko eingehen, weil eben unheimlich wenig Geld hier momentan drin ist. Und wenn ich jetzt einfach mal kurz auf Earn gehe und hier auf das Staking, dann seht ihr, dass ich aktuell hier 110 US-Dollar in dieses HLP reingelegt habe. Ich bin also durchaus so eingestellt, dass ich auch sehr, sehr vorsichtig hier agiere und nicht zu viel Geld reinlege.
Ich habe das Ganze gestern gemacht und ihr seht, dass ich bereits jetzt schon Rewards habe von 10 Cent, die ich momentan erwirtschaftet habe. Und diese Rewards, wenn ich jetzt hier auf Claim All gehen würde, würde letzten Endes als USDC und hier hinter ist das E, das bedeutet für Arbitrum steht das Ganze also, das ist der USDC Arbitrum Token, rausgegeben werden. Und das Schöne daran ist, dass wir eben hier mit HLP einen Stablecoin haben, beziehungsweise einen Stable-Verbund und wir bekommen letzten Endes einen Stablecoin ausbezahlt. Das bedeutet insgesamt, dieses Staking, was uns hier zur Verfügung steht, ist ohne Volatilität. Im Großen und Ganzen wohl bemerkt. Es ist natürlich auch so, dass letzten Endes, wenn insgesamt Liquidität von den ganzen Stable-Währungen abfließt bzw. weggeht, wir natürlich auch darunter leiden. Aber insgesamt wisst ihr, was ich meine. Diese Stable-Währungen, die uns hier zur Verfügung stehen, sind eben bedeutend volatilloser als jetzt beispielsweise Ethereum oder auch der Bitcoin. So, das bedeutet, wenn ich jetzt hier diesen Bestand habe, könnte ich letzten Endes hingehen und nun komme ich zu den Airdrop und mache Folgendes und kann mich automatisch für den Airdrop qualifizieren. Wir haben hier aktuell 4 Phasen. Wir befinden uns in Phase 1 und das ist momentan noch die einzige Phase, die ich nutzen kann, um mich für den potenziellen Airdrop von HMX zu qualifizieren. Das dauert hier noch 15 Tage. Dafür muss ich Folgendes tun. Ich könnte rein theoretisch hingehen und traden. Ich könnte aber auch Folgendes machen. Ich mache ein Deposit in den verschiedenen Liquidität-Pools, die mir hier zur Verfügung stehen. So, Folgendes, ihr könnt das Ganze auch über CD machen und bei der CD-Kampagne mitmachen. Das zeige ich euch einmal ganz kurz. Ich selber mache dort nicht mit. Wenn ihr da unten draufklickt, könnt ihr hier noch einmal draufklicken auf CD. Dann öffnet sich eben CD und dann könnt ihr Folgendes machen. Und zwar hier den Twitter-Account von HMX folgen und was uns hier eben alles noch so erwartet. Das könnt ihr alles mitmachen und seid dementsprechend dann auch für den Airdrop qualifiziert. Wie gesagt, ich mache das nicht. Ich halte von CD und diesen ganzen Protokollen, die uns hier zur Verfügung stehen, nicht so sonderlich viel. Aber kommen wir eben zurück zu dieser Phase 1. Ich gehe also letzten Endes hin, könnte also hingehen und sagen, ich mache Trade. Und dann muss ich hier nichts anderes machen als einen PIN eingeben, muss Liquidität zur Verfügung stellen und könnte dann letzten Endes auch traden. Das müsst ihr aber nicht tun, wenn ihr keine Trader seid, braucht ihr das definitiv nicht machen. Ihr könnt auch Folgendes tun. Ihr könnt nämlich hier auf Portfolio gehen und letzten Endes einfach hier einen dieser Token und Coins auswählen und ein Deposit vornehmen. Jetzt habt ihr ja gerade eben gesehen, wenn wir hier auf Earn gehen, Staking, dass ich ja jetzt bereits schon 10 Cent zur Verfügung hätte, die ich mir claimen könnte. Ich könnte also diese 10 Cent claimen, könnte hingehen und dann letzten Endes hier diesen USDC-Bestand, den ich halt claimen könnte, hier einfügen. So bin ich auf der sichersten Seite, muss nicht extra nochmal Geld hier einfügen, um also mein eigenes Geld, um beim HMX Airdrop mitzumachen, sondern kann eben auf den Airdrop bzw. auf das Staking zurückgreifen und so an dem potenziellen Airdrop teilnehmen. Ich werde höchstwahrscheinlich irgendwie in ein paar Tagen, 5-6 Tagen mal hier ein Claiming vornehmen, irgendwie, dass ich 40-50 Cent drin habe, dass ich halt eben auch die Gas-Fees damit ausgleichen kann und dann letzten Endes werde ich hier, wie gesagt, einmal etwas USDC reinlegen in diesen Pool und bin dann tatsächlich für den Airdrop qualifiziert. So, das dazu. Falls ihr euch jetzt fragt, okay, wie kann ich denn letzten Endes hier an diesem Staking teilnehmen, beziehungsweise dass ich dann auch hier Geld drin habe, das ist relativ einfach. Ihr geht hier hin und hier oben seht ihr HLP, klickt da einmal drauf und dann seht ihr diese Maske hier. Bei dieser Maske macht ihr Folgendes, hier einmal zum Beweis, dass ich das gemacht habe. Am 24. Juli habe ich eben USDCE zu HLP geswappt und dann hier automatisch reingelegt. Das gleiche könnt ihr auch machen. Ihr könnt rein theoretisch euren GLP-Bestand nehmen. Das ist das, was ich eingangs erwähnt habe. Dieser GLP-Token-Bestand, der eben vorhanden ist, könnt ihr dann hier rein. Oder ihr nehmt eben den USDC. Und das habe ich auch eben gemacht. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich USDC genommen. Ihr könnt jetzt einen Aggregator eurer Wahl nehmen, wie beispielsweise 1inch. Ich mache eigentlich grundsätzlich alles über 1inch. Könnt hingehen, guckt, dass Arbitrum ausgewählt ist. Hier seht ihr es.
guckt das natürlich, dass eure Wallet aktiv geschaltet ist und dann könnt ihr irgendeinen Token nehmen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel noch ein paar Pfennigchen an Stargate-Token. Die könnte ich beispielsweise nehmen, würde dann hier hingehen und sagen, ich möchte jetzt hier diesen USDC-E haben und würde dann hier beispielsweise Maximum auswählen und würde dann hier auf Give Permission to Swap STG machen und letzten Endes dann einen Swap vollführen, dass eben der STG zu USDC wird. Wenn ich das dann gemacht habe, gehe ich automatisch zurück zu HMX und habe dann auch hier in meiner Wallet den neuen USDC-Bestand drin, kann dann hier letzten Endes den USDC-Bestand auswählen. Das mache ich dann, habe dann meine Balance, die mir zur Verfügung steht, mache dann eben hier auch Maximum, wenn ich das machen möchte und habe hier eben HLP, mache Place by Order und dann wird automatisch eben der USDC-Bestand zu HLP geswappt, so wie ihr es hier sehen könnt und habe dann letzten Endes automatisch ebenfalls ein Staking vorgenommen. Dann habt ihr genau das gleiche hier dastehen, wie ich auch. Und das ist im Großen und Ganzen schon eigentlich alles gewesen, was wir aktuell machen können bei HMX. Wenn wir jetzt noch einmal zurückgehen hier auf die Phase 2, 3 und 4. Hier unten könnt ihr ja sehen, Phase 2 startet erst in 6 Tagen, die Phase 3 in 10 Tagen und die Phase 4 startet in 15 Tagen. So, wie gesagt, das war es im Großen und Ganzen. Auch hier ist es eigentlich relativ fix wieder gemacht. Noch einmal kurz dazu, was ich eingangs erwähnt habe. Ich glaube, dass HMX das Zeug dazu hat, ein richtig guter Token zu werden, der richtig durch die Decke gehen kann. Denn prinzipiell ist es ja so, dass HMX das gleiche ist wie GMX. Wir haben hier eigentlich bloß den Unterschied, dass wir quasi ein Leverage vornehmen können, mal 1000. Wo bemerkt, das ist mit sehr, sehr viel Risiko verbunden. Das sollte aber jedem bewusst sein, der schon mal getradet hat. Aber HMX ist eben, wie gesagt, genau das gleiche wie GMX, nur eben leicht anders aufgebaut. Es könnte hier unter Umständen möglich sein, dass dann doch einiges an Kohle noch dazukommt. Ihr seht bereits jetzt schon hier, nur wo ich gerade erzählt habe, von 4,7 Millionen US-Dollar ist das Ganze schon auf 4,14 Millionen US-Dollar hochgegangen. Also das Ganze wächst rasant momentan hier bei HMX. Es könnte also durchaus möglich sein, dass der Token, wenn er dann als Airdrop rausgehauen wird, durchaus sich einen Weg durchlaufen kann, wie es beispielsweise auch der GMX-Token gemacht hat. Denn der steht ja aktuell, wenn wir jetzt mal bei Earn gucken, momentan bei 53 Dollar. Also pro GMX-Token. Und wenn wir das jetzt hier bei HMX auch irgendwann mal haben sollten, wäre das natürlich schon eine ziemlich geile Nummer. Denn es könnte hier unter Umständen sein, dass HMX die gleichen Tokenomics rausgibt, wie es auch GMX gemacht hat. Schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Ich bleibe da für euch natürlich am Ball. In diesem Sinne, euer Steve. Wir sehen uns beim nächsten Mal.